Ganz wichtig bei unseren Fans ist immer, dass hier irgendwas mit Aue dabei ist. Ja, sieht man jetzt hier das Aue-Schwein. War einfach der pure Wahnsinn, was da abgegangen ist. Wenn ich mich auch hier an die Heimspiele dran erinnere, gegen Braunschweig, 90. Minute steht 2-1 für Braunschweig. Und dann drehen wir das noch auf irgendeine Art und Weise. 3-2, sind wieder im Rennen. Die Fans des FSV, sie feiern von außerhalb. Und jetzt ist die Erlösung da beim FSV Zwickau. Hier stehen unsere Ultras, das Herzstück des Vereins, machen immer sensationelle Stimmung. Das macht mich auch unfassbar stolz, weil ich sehe das nicht als selbstverständlich. Ich denke, in anderen Vereinen hätte es mehr gebrannt. Und wie gesagt, dass die dann so ein feines Näschen dafür haben für so eine Situation, das macht mich dann schon stolz, für so einen Verein zu sein. Florenz aus dem Europapokal geschmissen, so sieht's mal aus. Ja, das waren noch andere Zeiten, Europapokal. Ich weiß nicht, ob es das nochmal in Zwickau geben wird. Wir arbeiten dran. Von 1954 bis 1973 habe ich hier gespielt als Spieler und anschließend war ich dann als Funktionär tätig. Ich komme also vom Fußball eigentlich in Zwickau nicht los. 1956 hatten wir ein großes Spiel hier und zwar gegen die englische Profimannschaft Luton Town. Da waren 60.000 Zuschauer, jetzt war alles schwarz, ringsherum schwarz. Also das war traumhaft. Das ist hier meine Festung. Und die Festung hat uns manchen Punkt gebracht. Die fremden Spieler, die hier kamen, oder der Gegner, habe ich schon im Tunnel eingeschüchtert. Da habe ich gesagt, wartet noch ab, wenn ihr nach Zwickau kommt, dann müsst ihr durch den Tunnel. Und da wird es schwer für euch. Hier sind wir dann halt mal lang gegangen. Da war dann mal die Einspurmusik, das sogenannte FSV-Lied. Hea, hea. Hast du schon dann langsam auf der Tribüne gehört, die Zuschauer, war ja alles Traversen gewesen, wie sie gestampft haben mit den Schuhen. Ja, jetzt bist du ja durch den Tunnel lang, du hast Gänsehaut gehabt, das war Wahnsinn gewesen. Halt, ne? Das ist einmalig halt, ne? Die Gegenspieler haben halt schon teilweise auch Angst gehabt, sollten sie halt auch. Ne? Allein schon, wenn man den Namen hört, Weser, das ist... Auch heute noch. Ich finde es schade, dass es hier nicht leider geworden ist, das neue Stadion. Viele Fans wollten das, weil das hat Tradition gehabt früher und ist immer noch Tradition. Und man kriegt Gänsehaut, allein wenn man das Stadion Weser hört. Sportforum Soyuz. Richtig. Von 2011 bis 2016 war das eure Heimspielstätte, ne? Natürlich hier vorne angekommen, ganz normal, mit einem Ordner abgekumpelt. Und dann sind wir hier vorne rein. Was für mich gerade so krass ist, das ist ja gerade mal 5 Jahre her. Genau. Und da hat sich nicht viel verändert hier. Da wart ihr noch hier drin. Also die Schuhe wurden schnell reingepfeffert, Trikots aufgehangen und dann standen meistens hier 2 Ballsäcke. Ball rausgenommen und dann ging es Richtung Turnhalle. Was hier abging vorm Spiel, war eine Sensation. Hier wurden teilweise die Bälle hin und her geschossen. War auch eine ziemlich krasse Lautstärke auch immer hier drin. Und wenn man sich das vorstellt vorm Spiel, ich meine, das sieht ein Trainer eigentlich nicht so gerne. Ich war teilweise richtig kaputt, nachdem ich hier drin war. Ich glaube, da gibt es halt auch Trainer. Damals war es Thorsten Ziegner, dem war es egal. Der hat halt auch noch mitgespielt. Und da ging es teilweise auch um Geldbeträge. Ja, das war schon eine krasse Geschichte. Vor allen Dingen, weil die gegnerischen Mannschaften, die haben sich ja auch hier vorne umgezogen. Die haben dann mal reingelunzelt und haben sich so gefragt, was ist denn hier eigentlich los? Jetzt gehen wir mal Richtung Sportplatz. Jetzt sieht man ja schon so ein bisschen hier unser Stadion. Wenn man das Stadion nennen kann, ich sage immer gerne, es stand dann immer schon 1-0 für uns. Weil ja als gegnerische Mannschaft hierher zu kommen, das zu sehen, ohne das jetzt irgendwie abwertend zu sagen, aber das ist dann schon psychologisch ein kleiner Vorteil für uns gewesen. Der Tempel. Zwickau. Was musst du tun, um den Tempel hier hinter dich zu bringen? Das ist ganz einfach. Einfach Gas geben auf dem Platz. Ja? Die Leute, die wollen nicht unbedingt immer den schönsten Fußball sehen, sondern die wollen 11 Spieler sehen, die sich für den Verein in Arsch aufreißen. Das ist eine Sensation. In der Oberliga, wie gesagt, noch drüben in Soyuz gespielt, auf Stahlturbinen. Und jetzt in so einem tollen Stadion, Drittliga-Fußball. Es steht einfach für die Weiterentwicklung des Vereins.
Aber da ist man noch lange nicht am Ende. Und von daher, ja, ist die Vorfreude immer ganz, ganz groß. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.